dann sehe ich auf einmal so ein fettes rotes. Hey Leute, ich habe keinen Bock. Aber mich beschleicht irgendwie so dieses Gefühl, dieser unbändige Druck, auf diesen Aufnahme-Button zu klicken. Das ist ja trotz meines miserablen physischen wie mentalen Zustands dennoch ein Werk der Unterhaltungskunst genießen könnt, weil ich euch einfach so gern hab, Leute. Oder anders formuliert: Ich mag Moneten. Gibt halt echt Leute, die sich unironisch darüber aufgeregt haben, dass ich im gestrigen Video einen Jumpscare eingebaut habe. In einem Horrorgame. Weißt du, mir hätten Nader platzen können. Ja, also das geht gar nicht. Das fand ich echt voll doof. Was soll das eigentlich? Wir hätten sterben können, oder? Ja, sterben können. Okay, es kommt nie wieder. Und ich das Mama sage. Bevor wir loslegen, und man hätte es an meinem Gesicht bereits ablesen können, dies ist ein Horrorgame. Cool. Ich übernehme also keine Haftung für Lautstärkebeschwerden der Nachbarn, zerbrochene Handy-Displays oder das plötzliche Fehlen der Unschuld eurer Schwester. Für Allergiehinweise und eine genaue Zutatenliste konsultieren Sie bitte sofort sämtliche Links in der Videobeschreibung und kaufen einfach alles. Insbesondere bei meinem Partner Instant Gaming, wo es Spiele und PSN-Karten zumeist wesentlich günstiger als sonst wo gibt. Und das sogar glutenfrei. Geh erstmal kacken, Alter! Wir spielen heute ein Game namens Dreader. Ja, inklusive der theoretischen, aber wahrscheinlich möglichen, wenn auch hypothetischen Eventualität an Jumpscares, auf die ich hier nochmal insbesondere hinweisen möchte. Let's go, Maze Labyrinth. Oh nein. Dieses Game enthält die theoretisch, aber wahrscheinlich möglichen, ja, wissen wir ja jetzt. Maze würde gerne die Erlaubnis beantragen, auf deinen visuellen Kortex samt der dazugehörigen synaptischen Verbindungen zugreifen zu dürfen. Weißt du was, Digi? Solange du nicht im Auftrag von Candy Crush arbeitest, kannst du auch gerne noch meine Bankverbindung dazu haben. Aber wo habe ich die bloß hingelegt? Nein, das ist ja jetzt ärgerlich. Welcome to Maze. Der größte Schatz erwartet dich. Und am Ende steht wieder FNAF, Leute. Was soll ich sagen? Das Schicksal führt uns erneut zusammen. Na gut. Dann wollen wir mal. Darf ich jetzt spielen? Oh nein, es ist eines dieser Games. Oh nee, also Dr. Bibber für rothaarige Freaks. Oh, das wird ein Spaß. Vor allem erinnert mich das vom Setting her auch irgendwie an Kane, weil wir das ja letztens erst hatten. Das war awesome. Wenn das mindestens genauso wird, dann bin ich auf jeden Fall entzückt und zufrieden. Das ist nichts für mich. Okay, wir kriegen das hin. Was zoomt bei jedem Mal hier weiter raus? Irgendwann sitze ich 20 Meter vom Bildschirm weg und kann gar nicht die Linien mehr erkennen. Aber, alright. Oh Gott. Ich bin schon angeschrammt, Alter. Mein Mauszeiger hat schon diverse Kratzer abbekommen. Was? No way. Come on. Anomalien im Raum-Zeit-Kontinuum. Ich kann doch jetzt nicht schon in der dritten Ebene scheitern hier. Doch. Was geht auf ein... Jo, Spiel, halt's Maul jetzt. Halt deine Fresse, bitte. Ich werde doch hier wo durchkommen. Ach, guck mal, nur die Spitze des Mauszeigers zählt offensichtlich. Ja, ich wollte da immer... mit keiner Seite die Wände berühren. Ja, da habe ich es mir natürlich schwieriger gemacht, als es notwendig ist. Okay. Das macht die Angelegenheit auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Soll das so? Das sind die Horrorelemente. Die sind hier nämlich eingebaut, ja? Ich übernehme immer noch keine Haftung. Oh, er zoomt nicht mehr raus. Bist du alleine? Antworte. Boah, das ist ja cool gemacht. 10 Hamster auch? Also, nein. Also, ich brauche keinen Besuch mehr, Spiel. Das habe ich dir jetzt auf dem Silbertablett serviert. Fahr nicht nochmal nach, bitte. Ich habe auch keine Kekse. Nur, falls es irgendwen interessiert. Also, bitte auch keine hungrigen Monster. Oh Gott, Alter. Okay, gegen so einen gesunden Appetit, da machst du offensichtlich nichts. Ja, dass der Bildschirm immer so hin und her schwankt, ist irgendwie tricky. Ich glaube, am Ende des Games werde ich seekrank. Okay, das ist eigentlich ziemlich einfach. Weiter hinab. Oh, nicht sicher, ob ich das wirklich will. Oh, was? Was? Du frechtagst einfach. Na, warte mal, die haben nicht mit meiner ruhigen Hand gerechnet. Sehr beliebt. Auch bei deiner Freundin. Ha! Okay.
Da ist nichts hinter dir. Außer es ist ein Hamster, dann gerne. Ich kann das erklären. Turn around? Was? Das war gemeint mit die Kontrolle übernehmen über meine Synapsen und meinen Neokortex. Alter, wie geil! Was stand da? Really behind you? Irgendwas? Ich konnte es gar nicht so schnell lesen. Oh Mann. Yo. Was? Wie mache ich das denn? Wie soll das denn gehen? Wait. Hä? Aber die Wände sind zu. Wie komme ich denn da rüber? Warte mal. Wenn die sich bewegen vielleicht? Nee. Oh, Moment, ich habe eine Idee. Augenblick. Ah! Boah, ist das tricky. Oh nein, kriege ich bitte jetzt sofort so einen Schau-dich-um-Button? Bitte ganz schnell. Alright. Ich will nicht weiter. Können wir umdrehen? Unlock? Boah, ey. Das ist auf jeden Fall, nicht so simpel, wie ich gedacht hatte. Also so vom Aufbau her. Geil, die machen das schon gut. Alright, 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 alright. Das geht. Der Übungseffekt, Leute. Ich lerne schnell. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Was ist das jetzt? Okay, verstehe. Es ist prinzipiell das Gleiche, ne? Ich muss so schnell rüber. Ja, genau. Irgendwer ist ganz langsam auf meine Katze getreten. Ja, ja. Die war den Hamstern eh ein Dorn im Auge, also. Ist alles gar nicht so schlimm. Spaß. Ah! Oh Gott! Jetzt habe ich mich vor meinem eigenen Erzeugnis erschrocken, Alter. Wie auch meine Mutter nach meiner Geburt zu sagen pflegte. Wupp. Es ist drin. Turn around. Yo, ich kann das wählen? Alter, die Chance lasse ich mir doch nicht entgehen. Ach, komm schon. Okay. Ey, beim nächsten Mal ist das so ein Jumpscare. Ich sag's euch. Ferry. Oh, eine Fähre. Wait. Wie cool ist das bitte? Was? Oh. Fährt das? Ja, ah, okay. Das ist super cool gemacht. Boah, ich bin gespannt. Alright, alright, alright. Das ist zu einfach, da passiert gleich noch was. Das ist ein Foto. Von mir? Von hinten? Jetzt ist der Moment, wo ich es mal nicht von hinten mag. Oh Gott. Alter, lehn dich da bitte nicht so vor. Ist nur ein Foto, ne? Kein Livestream. Es ist ein Livestream. Warte, ist es hinter mir? Ich kann mich da oben umschauen. Okay, die Map verändert sich. Das Ding kommt näher. Oh, nein! Nein, stop it! Ich muss es schaffen. Okay, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Ich schaff's nicht so schnell. Oh Gott. Oh Gott, was? Was? No way, no way, no way. Worauf soll ich mich konzentrieren? Was? Nein! Ich hab nichts berührt! Ey, aber jetzt will ich's wissen. Da ist nichts hinter dir. Boah, das Spiel ist cool! Ey, empfehlt das mal Rupti. Der hat doch das mit diesem Abschreiben gefeiert. Da wird er das ja auch mögen, glaube ich. Finde ich cool gemacht. Zu einfach. Turn around. Okay, jetzt habe ich die Chance. Jumpscare. 3, 2, 1. Nicht? Okay, ich habe gedacht, jetzt ist da irgendwas. Ah! Das war der älteste Trick der Welt und ich bin drauf reingefallen. Ich schäme mich. What? Was? Jo, manchmal ist das auch so ein bisschen komisch, ne?
Ich sehe nicht, dass ich da mit der Spitze dran war. Ach so, das ist in dem Moment umgeschwenkt. Verstehe. Wie weit geht das noch? Da liegen Knochen. Auf dem Boden. Moin! Na? Ach, der gammelt hier unten aber auch schon eine Weile rum. Das ist der Herr des Labyrinths, Alter. Ja, für einen Job an einer Penny-Supermarktkasse hat es halt leider nicht mehr gereicht, ne? Was? Oh, Survival-Elemente. Wie nice. Jo, verfolgt er uns jetzt immer? Er tut's. What? Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's richtig schwierig. Pass mal auf, wir kriegen das hin. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Ist schwerer, als es aussieht. Der Mauszeiger ist ganz schön wirsch. Es gab vorher Monster Energy. No ad. Okay. Apropos. Also es sei denn, Monster sieht das. Ihr dürft mich gerne sponsern. Macht bitte meinen Kühlschrank voll. Ich habe nichts mehr. Ich bin ganz arm, was Energies angeht. Ja, ja, genau. Kill? Was? FBI, bist du's? Ah! Was ist das denn? Dr. Oculus, Alter. What? Das ist ja schräg. Oh, ich werde jetzt einer von ihnen und kann den nächsten Spieler heimsuchen. Ja, sick. Auf jeden Fall endet es nicht mit einem Jumpscare. Also nicht in der Form nur und das war's dann, sondern es hat auch noch so einen kleinen Wurmfortsatz dran, sag ich mal. Ihr wisst schon. Processing. The end. Krass, Alter. Ja, mega. Boah, das Spiel ist echt feierbar gewesen. Das war cool. Einfach eine coole Idee. Und die, ich sag mal, Horrorelemente haben auch gesessen. Das war sehr unterhaltsam. Das hat mir großen Spaß gemacht. Oh, bitte mehr von sowas, Mann. Deswegen liebe ich Indie-Horror. Also, in 10% der Fälle, weil 90% ist nur Schmutz. Aber wenn da mal was Gutes ist, dann, schabelt's uns weg. Voll geil. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und, wir sehen uns, im nächsten Video.